Mitten in der rauen arktischen Wildnis hat ein Forscherteam die nördlichste Insel der Welt entdeckt. Unglaublich, da man ja eigentlich denken würde, dass die Welt schon vollständig kartografiert sei. In diesem Video erfahrt ihr alles darüber, also bleibt dran und vergesst auf keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, um keine Wissenschaftsvideos mehr zu verpassen. Jedes Abo hilft mir sehr, meine Arbeit hier fortzuführen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Die Arktis, eine lebensfeindliche Umgebung, geprägt von Kälte, Eis und Stürmen, und ihr Zentrum ist der Nordpol. So weit, so einfach, aber wie definiert man eigentlich den Nordpol? Kommt drauf an, nach welchen Kriterien man vorgeht. Man unterscheidet nämlich zwischen dem geografischen und dem magnetischen Nordpol. Während sich der geografische Nordpol genau am nördlichen Ende der Erdachse befindet, also eigentlich auch dort, wo man ihn als außenstehender Beobachter mit bloßem Auge vermuten würde, ist der magnetische Nordpol dort, wo die Kompassnadel hinzeigt. Die beiden Pole haben nicht die gleichen Koordinaten und befinden sich mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Hier seht ihr gerade das Erdmagnetfeld, das hauptsächlich durch Effekte im flüssigen Erdkern hervorgerufen wird. Die Magnetfeldlinien der Erde münden im magnetischen Nord- und Südpol. Und diese magnetischen Pole wandern. Der Grund dafür liegt im Inneren der Erde versteckt, wo sich 5000 Grad heiße Magma ständig hin und her wälzt und in Bahnen strömt, die magnetisch aufgeladen sind. Ihr könnt euch also merken, da die magnetischen Pole durch aktive Prozesse im Erdinneren beeinflusst werden, bewegen sie sich. Die geografischen Pole hingegen sind fest definiert und bleiben immer an Ort und Stelle. Wenn man in Bezug auf Landmassen von nördlich und südlich spricht, dann meint man also meistens die geografische Position und nicht die magnetische. Und jetzt hat ein dänisches Forscherteam tatsächlich die nördlichste Insel der Welt gefunden, also die Insel, die am allernächsten am geografischen Nordpol dran ist. Ihr wisst sicherlich, dass große Teile der Arktis ja nicht aus Landmasse bestehen, sondern lediglich aus Eis, das auf dem Ozean schwimmt. Da stellt sich also die Frage, welches Stück Festland am nächsten am Nordpol dran ist. Und bisher hielt man die Insel Odag für das nächste Landstück am Nordpol. Odag ist ungefähr 15 mal 8 Meter groß und befindet sich im äußersten Norden Grönlands. Und genau dort, im Norden Grönlands, gab es nun eine Expedition dänischer Forscher von der Uni Kopenhagen. Ihr eigentliches Ziel war das Studium der extremen Umwelt vor Ort und das Entnehmen von Bodenproben. Bei einem Helikopterflug entdeckten sie aber plötzlich ein interessantes Stück Land und landeten da drauf. In dem Moment dachten sie sich noch nichts Großes dabei. Und der Geowissenschaftler Morten Rasch von der Universität Kopenhagen, der dabei war, beschreibt das, was dann geschah, so. Wir waren davon überzeugt, dass die Insel, auf der wir hier standen, Odag sei, das bisher als nördlichste Insel der Welt registrierte Landstück. Aber als ich dann Fotos der Insel und ihre Koordinaten in den sozialen Medien veröffentlichte, waren eine Reihe amerikanischer Inseljäger ganz aufgeregt und sagten, dass das nicht sein könnte. Ziemlich witzig übrigens, dass es scheinbar Leute bei Facebook gibt, die nichts anderes zu tun haben, als arktische Inselfotos zu analysieren. Jedenfalls hat das dänische Forschungsteam dann mal einige Vermessungsexperten kontaktiert, die nachgeschaut haben, was für ein Stück Land da entdeckt wurde. Und tatsächlich, es war nicht die Insel Odag, es war eine bisher noch unbekannte Insel, die nördlichste Insel der Welt. Totaler Wahnsinn. Ich finde allenfalls mal zufällig 50 Cent unter einem leeren Pizzakarton und die finden einfach zufällig die nördlichste Insel der Welt. Pizza. Und der Grund, weshalb das Team um Morten Rasch überhaupt diese Insel gefunden hat, ist auch witzig. Es handelt sich nämlich um einen GPS-Fehler, der das Team glauben ließ, sie würden auf der Insel Odag landen. Wie so oft in der Forschungsgeschichte hat also mal wieder ein Fehler bzw. ein Versehen zu einer großartigen neuen Entdeckung geführt. Und die neu entdeckte Insel wurde von den Forschern auf den Namen Kekertak Avernalek getauft. Entschuldigung für meine schlechte grönländische Aussprache. Das ist nämlich grönländisch und heißt nördlichste Insel. Die Insel ist 60 mal 30 Meter groß und ragt bis zu 3 Meter aus dem Meer und sie liegt 780 Meter weiter nördlich als die Insel Odag, ist also die eindeutige Rekordhalterin. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, weshalb die Insel erst jetzt entdeckt wurde. Man sollte doch meinen, dass durch moderne Satellitentechnik selbst der letzte Fleck unseres Planeten kartiert und bekannt ist, oder? Ist eigentlich auch so und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass Kekertak Avernalek
Kalek noch nicht so lange existiert. Möglicherweise wurde die Insel bei einem heftigen Sturm durch Anhäufung von Geröll auf dem Meeresgrund erst vor relativ kurzer Zeit gebildet. Und dann kann es natürlich sein, dass sie auch nicht für immer bestehen bleibt. Vielleicht ist also die nördlichste Insel der Welt jetzt schon wieder vom Verschwinden bedroht. Morten Rasch sagt, keiner weiß, wie lange die Insel bestehen bleibt. Im Prinzip könnte sie schon beim nächsten starken Sturm wieder verschwinden. Bucht euch also jetzt noch schnell euer Ticket nach Grönland, damit ihr noch die nördlichste Insel der Welt sehen könnt, Leute, bevor sie verschwindet. Wechseln wir mal auf die andere Seite des Planeten, in die Antarktis. Forscher haben ein kilometer tiefes Loch in das Eis gebohrt und da unten etwas Spektakuläres entdeckt. Klickt mal auf das angezeigte Video, um alles darüber zu erfahren. Und klickt doch außerdem auch mal auf den Shop-Button. In meinem Weltraumshop gibt es echte Meteoriten, Astronautennahrung, meine Weltraumbücher und vieles mehr. Und jeder Kauf unterstützt ein bisschen meine Arbeit. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut!